Willkommen zurück zu Let's Play Mario's Amazing Adventure. Und wir befinden uns hier in der zweiten Welt. Und die Musik klingt ein bisschen creepy, muss ich ehrlich sagen. Deswegen gehen wir lieber schnell in die rote Passage rein. Was ist das für eine Melodie? Kennt sie jemand von euch? Irgendwas mit einem seitlichen Ausgang. Sorry, ich habe einen Blackout. Ich kann das gerade nicht lesen. Komm mal her. Nein! Oh, echt guter Anfang für ein Let's Play Part, wirklich. Dann nochmal. Könnte ich das Item bitte haben? Dankeschön. Wie komme ich eigentlich an diesen blauen Panzer daran? Natürlich, aber der bringt mir doch gar nichts. Hä? Wofür brauche ich den, wenn ich doch hier schon an Koopas rankomme? Komisch. Aber egal. Gehen wir weiter. Und das war verdammt knapp. Ich bin ein Idiot. Und ich habe schon gleich einfach mal den Koopa getötet. Nice. 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 Sehr schön. So will ich das sehen. Ich schnappe mir mal die Feuerblume, wer weiß, wann man sie braucht. Ja, hier zum Beispiel. Und jetzt kommen wieder meine Lieblingsblöcke. Okay, ich sag jetzt lieber mal nichts dazu. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, was ich meine. Seriously? Was soll das? Das gibt's doch nicht. Das fängt ja echt gut an hier. Und ich dachte, das wäre eine Höhlenwelt, aber stattdessen laufe ich hier in irgend so einer Schlucht herum. Irgendwie wollte das nicht funktionieren. Aha, was ist denn da oben? Ist da überhaupt... Du läufst mir da nicht in die Lava rein, Mario, vergiss es. Also, die Melodie sagt mir überhaupt nichts. Wenn ihr wisst, was das für eine Melodie ist, dann schreibt es in die Kommentare. Ihr kennt ja das Spielchen. Oh, und ich habe einen P-Switch gefunden. Aber den hebe ich mir mal auf. Denn wer weiß, ob man den nicht mitnehmen muss. Hier rein zum Beispiel. Denn das Gute in Mario World ist ja, dass man den P-Switch mitnehmen kann. Oder auch nicht. Oh, ein Extra-Leben. Und der P-Switch soll echt dafür gewesen sein? Keine Ahnung. Also einen Geheimausgang gibt es hier nicht. Aber der Level hat einen Geheimausgang. Vielleicht finden wir den ja. Dunkle Höhle. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Melodie ist. Aber die ist geil. Hätte das passieren dürfen? Was ist das für eine Melodie? Hört sich irgendwie nach einem RPG an von der Musik her. Hat ein bisschen was von Zelda oder Final Fantasy. Oder... wisst ihr's? Die Melodie gefällt mir auf jeden Fall. Die Musik ist so nice. Sie passt echt gut zu diesem Level. Und das ruckelt aber ganz schön hier in der Höhle. Ach Mist. Das war blöd von mir. What the fuck? Hey! Wieso kommt denn der Panzer wieder zurück? Nein! Wieso kriege ich den Panzer nicht? Ich will ihn haben! Nein! Na, geht doch! Den P-Switch hebe ich mir auf. Ich hätte mir theoretisch auch den Weg hier freiräumen können, aber... Nein! Das mache ich nicht. Ich glaube, ich bin... Ach, der P-Switch... Das darf doch nicht wahr sein. Wieso bin ich da auch runtergesprungen? Eigentlich bräuchte ich das Licht gar nicht, denn... Ich kann ja sehr viel erkennen, aber euch zuliebe mache ich das Licht an, denn ihr wisst ja, YouTube
Schluckt eine Menge Farben. Das heißt, möglicherweise seht ihr hier alles schwarz. Und... Könntest du jetzt mal den Weg freiräumen, bitte? Jawohl, geht doch. Dumme Kopasche. Ja klar, die Grünen sind ja die Dümmeren. Und... Zack. Schalt mir lieber mal das Licht an. Ist zwar Stromverschwendung, aber was soll's. Den P-Switch brauche ich. Jawohl. Dann schreiten wir mal voran. Oh. What the fuck? Wo ist der Panzer hin? Das ist komisch. Habt ihr das gesehen? Der Panzer hat sich despawned. Okay. Warum habe ich das gemacht? Das gibt's doch nicht. Wieso fällt der Panzer da nicht runter? Das muss er doch. Oh nein. Warum? Mieser Start. Ganz mieser Start. Lol, ich kann mir jetzt hier einfach Tanuki Mario holen. Ich glaube nicht, dass das so gewollt war. Mist. Ich habe soeben meinen Tanuki-Anzug verloren. Mir ist aufgefallen, den Tanuki-Anzug verliere ich irgendwie mal voll schnell. Woran liegt denn das? Mistviech. Ich glaube, ich nehme mal... Hallo. Jawohl. Wow. Das Trampolin nehme ich mal mit. Man könnte das bestimmt noch gebrauchen. Wieso ruckelt der Level so? Das gibt's doch nicht, Mann! Jetzt bin ich schon zum was weiß ich wie vielsten Mal hier abgekratzt. Ich strenge mich jetzt an. Allerhöchste Konzentration. So ist es gut. Natürlich passe ich da jetzt perfekt durch. Mir fällt gerade auf, dass da oben Plattformen sind. Ich glaube, ich habe ein Secret gefunden. Dann schaue ich mir das doch gleich mal an. Das hätte ich ja platt übersehen hier. Wow, da war bloß eine Feuerblume da oben. Dann hätte ich da ja nicht unbedingt zwangsweise hoch müssen. Warum ruckelt der Level so? Super. Soeben habe ich mir den Weg wieder verbaut. So, jetzt räum mir bitte den Weg frei. So ist gut. Wenn das auch mal ein bisschen schneller gehen würde. Komm schon, Kopaschel. Gut. Und jetzt bitte richtig. Ich lasse das besser bleiben. Hier kann man herabsenken. Ich schlafe ja gleich ein hier, denn hier in meinem Zimmer ist es auch gerade dunkel. Da passt das gerade echt gut zu der Atmosphäre in dem Level hier. Ich will hier nicht noch einschlafen. Wobei, was ist da unten eigentlich? Da traue ich mich nicht rüber, da links. Aber da war, glaube ich, eine Yoshi-Coin zu holen. Gib her. Ich verliere dieses Item doch eh in 5 Sekunden wieder. Ich hab's euch doch gesagt, dass ich das Item gleich wieder verliere, aber ich dachte, man kann die Viecher so einfach killen. Ja, und hier hätte ich den P-Switch gebrauchen können, sehe ich gerade. Warum ruckelt es so? Das ist nicht normal. Oh nein. Mist. Ich glaube, ich muss hier auf links sein. Okay, ich beginne Level so langsam zu hassen. Und ich habe einen Bug ausgelöst. Warum ist es so hell hier auf einmal? Ja, jetzt ist es auf einmal wieder dunkel. Wer hat das Licht ausgemacht?
Könntet ihr das Licht bitte wieder einschalten? Och nö, oder? Muss ich das jetzt echt nochmal... Mario, lässt du das bitte bleiben? Einmal durch die Reset-Tür reicht. Komm schon. Das gibt's doch nicht, Mann! Jetzt hör auf, in die Tür reinzugehen. Ich drücke gar nicht nach oben. Meine Güte, ey. So, und jetzt hol dir den P-Switch da oben und trete erst drauf, wenn ich es dir befehle. Hast du gehört, Mario? Hallo? Na, so geht's natürlich auch. Und los geht's. Ruckel, ruckel, ruckel. Und mir läuft die... Wow! Die Zeit davon. Wow, ich werde fast in die Lava gestürzt. Wow, Vorsicht. Ich lasse mich hier nicht veräppeln. Hier, seht ihr? Da wäre ich jetzt nämlich runtergefallen, wenn ich da drauf getreten wäre. Die Plattformen sind nämlich andersherum. Meine Augen! Ah! Aber wir sind draußen gut. Ich bin schon gespannt, was mich im nächsten Level erwartet, wenn das nicht wieder so ein Fake-Höhen-Level ist. Und ich sehe, wir haben ein Bonus-Game freigeschaltet. Komm schon. Jawohl, 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 jawohl. Ah, nur zwei extra Leben. Ich hab's mir verbaut. Aber 26 One-Ups ist ja auch was Gutes, hm? Egal. Den Geheimgang, den habe ich mir eh verbaut, obwohl ich glaube, ich gehe noch einmal kurz rein und hol mit dem P-Switch mir den Geheimgang, denn wir haben den ja gesehen und ich mache das am besten über den schnellsten Wege. Hallo, kann der Panzer mal bitte herkommen? Jawohl. Das ist der langsamste Panzer der Welt. Och komm! Das kannst du jetzt nicht ernst meinen, Mario, oder? Mit mir. Dieses Mal nehme ich den P-Switch mit. Den brauche ich nämlich für den Geheimausgang. Dann lege ich dich mal kurz dahin. Mario, was soll das? Du sollst den Koopa nicht töten. Und wieso geht er jetzt schon wieder zweimal da rein? Also irgendwas stimmt hier gewaltig mit der Steuerung nicht. So, und jetzt mach's richtig, Mario, hörst du? So. Und jetzt auf geht's. Das dauert natürlich wieder Stunden hier. Also wenn das noch länger dauert, dann hole ich mir einen Kaffee. Ja, voll. Dieses Teil soll mal herkommen, bitte. Und am besten sofort drauf. Da unten ist das Secret irgendwo, aber... Ich sehe gerade, da gibt es einen Dreier-One-Up-Mond. Also keine Yoshi-Coin, wie ich vorhin vermutet hatte an der Stelle. Aber egal. Wir haben jetzt gleich unser Ziel. Ach, wieso ist das Licht wieder ausgegangen? Das war wohl nicht geplant. Ja, voll. Und rein da, Mario. Ich hoffe, du lässt den Schlüssel jetzt nicht fallen. Komm schon. Jawoll. Finden wir jetzt einen geheimen Schalterpalast? Nö. Magma Pipeline. Das hört sich aber nicht ganz ungefährlich an. Zelda Oracle of Ages. Dieses Team, wenn man mit dem Nixon-Anzug bei Zelda unter Wasser schwimmt in dem Spiel. Habt ihr das Spiel schon mal gespielt? Oracle of Ages. Zelda Oracle of Ages. Mann, nur wegen den einen Pixel, ey. Aber ich muss sagen, der Track passt echt gut zu dem Level. Aber in Zelda Oracle of Ages, dieses Schwimmen unter Wasser ist so nervig. Das glaubt ihr mir nicht.
Och, Mario. Jetzt enttäusch mich bitte nicht, ja? Ich möchte hier nämlich alles richtig machen. Also, mach auch alles richtig, okay? Ich möchte nämlich wissen, wo mich das hinführt. Vielleicht zu einem Schalterpalast? Und da geht's nicht durch. Hey, runter! Jetzt geht's aber los hier. Oh. Ob man diese Lava da irgendwie wegbekommt oder irgendwie da durchschwimmen kann? Fragen über Fragen. Aber ich sehe... Ich kann hier nicht viel machen, aber bringt's was, wenn ich da drauf trete? Hallo? Hallo, lässt du mal den Schalter fallen? Ich würde mal sagen, das bringt rein gar nichts. Oder doch, doch, da kann man durchschwimmen jetzt. Mario, töte ihn! Ja, gut gemacht. Runter. Nein! Wieso? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ey. Was sind das eigentlich für komische Dampfwolken da? Also irgendwie stelle ich mich echt gerade total dämlich an. Ach komm schon, Mario, das schaffst du. Und mach den gleichen Fehler nicht nochmal. Jetzt schnapp dir den Pilz und lass mich in Frieden. Oder muss ich erst Cranky Kong holen, damit er dir mal eins auf die Rübe gibt? Gut doch geduckt. Die Yoshi-Coin ist mir jetzt gerade egal. Die bringt mir sowieso nichts. Außer vielleicht One-Ups. Oh, lass mich in Ruhe. Hau ab! Ich will dich nicht sehen! Ah, ganz vorsichtig, Mega Mario, ganz vorsichtig. Die Lava kommt von den Röhren. Die Lava, die aus den Röhren kommt, kann als Mützen gesammelt werden, wenn man den passenden silbernen P-Switch aktiviert. Interessant. Dann suchen wir ihn doch mal. Aber wo? What? Nein! Aha! Leute, irgendwie kommen wir heute nicht voran. Echt? Warum mache ich den Level auch? Ich hätte auch normal weiterspielen können. Der Soundtrack geht mir auf die Nerven. Genauso nervig wie das, was man da in dem jeweiligen Spiel machen muss. Ich hasse Wasserlevel. Ich hasse sie so sehr. Okay. So, Mario. Schwimm da runter. Sehr gut. Jetzt töte den Heidi da, damit er uns in Ruhe lässt. Und so einen Block hätte ich auch hier gebrauchen können. Gut durchgewascht. Ich hoffe, das geht jetzt auch so erfolgreich weiter hier. Und hier muss ich aufpassen, denn hier wurde ich von dem Viech erwischt. Mach mal Platz, jawohl. Oh, was hat denn das zu bedeuten? Oh, warten bis der Jeep Jeep vorbei ist. Genau. Boah, Mittelstange. Fühle ich mich gleich sicherer. Gib mal her. Also, was sind das für Dampfwolken hier? Sag mal, die machen mir noch nicht mal was. Wenn ich da reinschwimme, dann leckt das Spiel so komisch. Komisch. Ich bin noch so dämlich, ey. Ist das ein Bug? Boah.
aufpassen. Ich fürchte, dass es jetzt richtig mies wird hier. Oh, Backe. Was ist da drin? Das silberne P-Switch. Den nehme ich mir mit. Den brauche ich. Da haben wir ja vorhin gelesen, dass die uns die Lava aus dem Weg schaffen. Und? Wow. Es legt uns nur eine Münze frei. Aber wir bekommen ja noch einen P-Switch hier. Das ist gut. Hallo, Mario. Nimm das mit, bitte. Kann ich noch irgendwas damit anstellen, wenn ich das schon mitnehmen kann? Obwohl, ich sehe... Mario. Wow, bist du verrückt. Und ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo jetzt reinkomme. Ja, hier komme ich rein. Ernsthaft? Was hat das mir jetzt gebracht? Wo ist der Ausgang? Ich habe mich verschwommen. Ich habe mich verschwommen. Das ist gar nicht gut. So. Gibt's hier irgendetwas? Sieht nicht so aus. Leck des Todes. Das ist wohl doch zu viel für das Spiel. Zeitloop, Mario. So ein Hack habe ich mir aber nicht ausgesucht. Ich will ein Hack, das normal läuft, nicht in Zeitlupe. Ich kann ja mal schauen, ob ich sonst noch irgendwo so ein Lavator finde. Ich sollte auch mal nach ganz links schauen, denn da habe ich noch nicht geschaut. Und ich glaube, dass ich irgendwo noch mal sowas gesehen habe. Okay, schnapp dir den P-Switch. Boah, nein! Komm schon. Töte ihn. Gut. Der nervt. Ja, gut, hier kommen wir raus. Und jetzt quetschen wir uns an diesem Cheep Cheep vorbei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich... Nein! Ich mach einen Cut. Okay. Wieder einen neuen P-Switch geholt und jetzt können wir hier fortfahren. Alles klar. Dann schauen wir doch mal, was hier so los ist. Aber ich fürchte, dass... ist der Weg richtig? Will ich mal hoffen. Wehe, du bringst mich jetzt wieder ins Labyrinth rein. Hört sich nicht so an, wir haben das Ziel erreicht. Ja! Jawohl! Gut gemacht, Mario. Ich bin stolz auf dich. Auch wenn du es mir total vermiest hast im Labyrinth. Was erwartet uns jetzt? Hoffentlich ein Schalterpalast. Schon wieder ein Level. Bonus Area 2? Yoshi ist verboten. LOL! Super Mario Pussy Stick! Man kann sogar nicht mehr zurücklaufen! Oh! Mein Abend ist gerettet. Ja! Wer hätte gedacht, dass noch so etwas kommt? Wow! Wow! Aua, nein! Boah, wow, sogar die Pilze sind original dargestellt. Super, wie Dude, ich liebe dich jetzt schon. Das ist übrigens der Hackersteller, wenn ihr nicht wisst, wen ich meine. Jetzt habe ich gleich überprüft, ob die Röhren hier auch die Funktion haben. Gibt es hier auch dieses geheime Easter Egg? Also das geheime Secret hinter dem letzten Röhre? Das würde ich zu gern rausfinden. Das wäre so obercool. Wow. Wow. Nicht treffen lassen. Ich glaube, es gibt dieses Secret nicht. Der Level ist nämlich abgeändert worden. Wieso? Bringt mir der TP's. Oder? Da war, glaube ich, doch das Secret da hinten zu sehen. Na egal. Lol. Hey, die Zielflagge funktioniert sogar.
Yay! Und weil der Level so kurz war, spielen wir noch ein Level, damit wir wenigstens ein bisschen weiterkommen. Und wir können sogar speichern, das ist gut. Was ist denn hier los? Der Blocktunnel. Klingt interessant. Oh, Zelda Link to the Past. Echt geiler, legendärer Track. Das ist von der Unterwelt. Au. Aber ich finde, der ist nicht sonderlich gut gelungen. Aber es kann aber auch vielleicht ein Soundbug vom Emulator sein. Denn ich weiß ja, dass der zum Teil ein bisschen Probleme mit dem Sound hat. Ich hoffe, da komme ich jetzt noch rauf. Bitte. Gut. Autsch. Aber ich glaube, der Level hat den Sinn, dass wir uns hier einen Weg durch die ganzen Räume bahnen müssen. Oh oh. Bin ich jetzt hier hoffentlich nicht eingesperrt, oder? Das hat jetzt keinen Sinn gemacht. Aber gibt es hier noch was? Ja, da kann man rauf. Komm ich da hoffentlich noch durch? Ganz schön eng hier. Was ist denn hier? Ich glaube, da geht's jetzt erstmal nicht weiter. Mario, was hast du wieder für Zuckungen? Wie habe ich das jetzt gemacht? Gerade eben, ich habe mich einfach da durchgeglitscht. Aber ich bekomme diesen Block da nicht weg. Muss ich mir was einfallen lassen? Wo ist überhaupt der Schlüssel? Oh nein. Notenblöcke, soweit das Auge reicht. Ah! Oh, lol. Hat sich einfach da festgeglitscht. Hallo? Nein! Ah, ich verliere dieses Item doch eh wieder. Hm? Das Spielchen kennen wir doch. Wow. Wow. Netter Trick, Mario, aber der hat leider nicht so gut funktioniert. Okay. Ein bisschen aufräumen hier, ein bisschen Frühjahrsputz machen. Was zum Teufel? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, aber wir haben noch einen Versuch. Weil es so schön ist. Nur wie komme ich da jetzt durch? Ach, da ist der P-Switch. Ich glaube, ich bleibe besser von den Blöcken da weg. Denn wir haben ja gesehen, wir sind unerwartet in den Abgrund gestürzt, weil man diese Blöcke einsammeln kann. Mario, was tust du denn? Ich glaube, da brauche ich auch gar nicht runterspringen, oder? Das ist nur für den Fall, falls ich zu langsam sein sollte, was ich aber nicht bin. Dann folgen wir mal. Ich sehe lieber zu, dass ich hier schnell durchwasche. Ist da unten was? Oh nein! Oh, gut. Wow, hier kann man ja noch ein bisschen Kleingeld holen. Wie viele Münzen spammt der da hin? Boah, wenn da jetzt ein Abgrund gewesen wäre, ich wäre ausgerastet. Sowas von. Wow, nicht übel. Und Ziel. Das sollte es heute gewesen sein. Wir haben heute Überraschungen erlebt und himmlische Frust. Und wenn ihr Freude an diesem Hack habt, dann zeigt es mit einem Like und einem Abo und mit dem Teilen eurer Freunde. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal beim Forsaken-Kabin.